Dramatische Szenen vor einem Krankenhaus im indischen Amritsar. Während Angehörige von Corona-Erkrankten verzweifelt nach Sauerstoff suchen, werden immer wieder Leichen abtransportiert. Indien kämpft gegen eine gewaltige neue Corona-Welle. Die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages stieg am Sonntag auf einen neuen Höchstwert von fast 350.000. Und auch mit fast 2.800 Toten meldeten die Behörden einen neuen traurigen Höchststand. Das seit Jahrzehnten unterfinanzierte Gesundheitssystem Indiens droht unter dem enormen Anstieg der Fälle zu kollabieren. Zahlreiche Krankenhäuser melden einen Mangel an medizinischem Sauerstoff und Medikamenten. Vor den Kliniken in den Großstädten, wie hier in der Hauptstadt Neu-Delhi, bilden sich lange Schlangen. Ram Narayan bringt seinen Bruder Shyam zum Krankenhaus, doch dieser stirbt noch bevor er eingeliefert werden kann. Ich war in fast allen Krankenhäusern in Ghaziabad. Alle haben gesagt, sie hätten keinen Sauerstoff. Also kam ich zu einem anderen Krankenhaus. Sie haben uns schon am Eingang weggescheucht und gesagt, sie hätten keinen Sauerstoff. Dann kamen wir hier an und er wurde auf das Coronavirus getestet, aber sie haben ihm nicht einmal Medikamente gegeben. Deutschland kündigte Nothilfen für das Land an. Nach Angaben der indischen Regierung ist eine Lieferung von 23 Anlagen zur Aufbereitung von Sauerstoff geplant. Für den zuletzt massiven Anstieg der Infektionszahlen in Indien werden eine doppelte Mutante des Coronavirus sowie religiöse, politische und sportliche Massenveranstaltungen verantwortlich gemacht. Zahlreiche Länder, darunter Deutschland und Großbritannien, haben Einreisen aus dem Land vorläufig gestoppt.